Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki in New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 17. Februar und der Daniel und ich, das ist Sagi, wir wollen erstmal zu dem heutigen Geburtstagskind was sagen. Das heutige berühmte Geburtstagskind ist Paris Hilton. Fällt mir eins ein, One Night in Paris. Ja, One Night in Paris, das war ja der Film mit ihr, in ihr. In ihr. Der ja. Fand in ihr statt. Ja. Wenn du nach dem Schema von Paris Hilton benannt worden wärst, wie würdest du dann heißen? Daniel Wiesbaden. Daniel Wiesbaden? Hilton ist doch nicht der Ort. Hilton ist doch der Nachname. Paris ist doch der Ort. Ah, Wiesbaden-Bach, ja. Wiesbaden-Bach. Na gut, hat aber ein bisschen gedauert, bis jetzt drauf gekommen ist. Gar nicht so einfach. 17. Februar, da haben wir aber auch einen Fakt drüber, den du auch vortragen wolltest. Ja, und zwar Karl Dreis. Sagt ihr was? Karl Dreis? Karl Dreis. Dreis, weiß Dreis. Nicht. Was ist mit dem? Der hat vom französischen Patentamt am 17. Februar 1818 Post bekommen und hat ein Patent für die Dresine bekommen. Dreisine. Ach, das ist das große Rad mit... Nee. Ach so, hier ja, auf den Schienen. Ja, ja. Ach so, ich dachte, das wäre das große Rad mit dem kleinen Rad. Ach so, das ist wirklich hier ja, so, ja. Was man im Westen immer sieht. Ja. Das kannst du heute auch noch fahren. Ja, gibt's so schnickelegte Schienenabschnitte, da kann man das noch fahren. Ja. Zu Junggesellen, der José, mein Kollege, Illustrator und sowas, ja, ne? Ja. Der hat es mal gemacht, der ist zum Junggesellenabschied, ist der bei jemandem mit gewesen und dann sind die dann halt diese, wie heißt das? Dresine gefahren, ne? So, und die sind natürlich, weißt du, so Junggesellenabschied, geil und sowas, machen Party, Kasten Bier, was weiß ich, zwei, drei dabei gehabt und sowas, dann sind die mit 4, 5 Mann auf dieses Ding da drauf und dann sind diese Schiene da los. Problem ist, da war keine andere Sau. Wenn du mit einem Junggesellenabschied machst und dann halt keinen Kontakt zu anderen Leuten, das ist doof, ne? Das ja. Und dann haben sie sich irgendwie neben die Schiene gesetzt und haben gewartet, dass jemand kommt, kam keiner. Toller Junggesellenabschied. Was ein Scheiß, egal. Ja, also auf jeden Fall, Tipp des Tages ist... Mietet euch mal eine Dresine. Mach mal. Tipp des Tages. Tipp des Tages. Junggesellenabschied niemals auf so einer Dresine. Und das kommt drauf an, wie stark frequentiert die Strecke ist. Ich habe dagegen meine Erfahrung mit der Dresine ganz anders gemacht. Wir sind losgefahren und dann kommt, weil es eine einspurige Strecke war, kommt dir irgendwann eine Dresine entgegen. Und dann? Ja, machst du das. Musst du es runterheben, das Ding? Nee, du gehst, dann tauscht ihr die Dresine. Ach so. Die stellen quasi den Rückwärtsgang ein, deinen Rückwärtsgang, der bislang Vorwärtsgang war, und du stellst dann deren Rückwärtsgang ein und fährst dann weiter, bis der nächste kommt. Das waren 12 Kilometer Strecke. Ach, du musstest ständig wechseln. Das war richtig witzig, weil ständig musstest du wechseln. Und da war dabei Junggesellinnenabschied, weil du das gesagt hast. Da war dabei so eine Fußballmannschaft aus einer Altherrenfußballmannschaft, auch schön hier getankt, weißt du, so Druckbetankung, ja, und so weiter und so fort. Also Mann, das war sehr lustig. Ich fand's richtig gut. Okay, neuer Tipp des Tages. Tipp des Tages. Mietet euch mal eine Dresine. Ja, genau. Super. Am 17. Februar haben wir aber noch einen Fakt des Tages. Fakt. Das 1 Million Einblendungen hier, ist voll aufwendig. Richtig aufwendig Produktion heute hier. Ja, Fakt des Tages ist, Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,5. Ah, ja. Bedeutet also, wenn du deine Sonnenmilch vergessen haben solltest, hast aber zufälligerweise Nuss-Nougat-Creme Nutella-Brötchen dabei. Nutella-Brötchen noch dabei und hast das Glas noch dabei. Kannst du schön damit einschmieren, dann kannst du einen halben Tag kannst du mit überleben. Bist du auch während der Sonne schon braun, ne? Ja, genau, das ist doch schön, ne? Ja, also gut zu wissen auf jeden Fall. Ja. Für den Notfall. Kann man mal, ja. Ja. Ist eine gute Idee. Das war der 17. Februar. Wir sehen uns morgen wieder am 18. Februar. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.